Hallo, wir sind Day of Destruction TV. Wir haben heute wieder einen sehr netten Gast bei uns. Das ist der Nikita Pankratz aus Oldenburg. Nikita, ist noch gar nicht lange her. Da warst du zu Gast auf unserem Event, dem Day of Destruction in Neustadt, und warst da mit Kämpfern dabei. Und jetzt bist du selber wieder dran, ne? Dritte Oldenburger Fight Night. Wie kommt's dazu? Ja. Hallo erstmal und danke für die Einladung. Ja, wie kommt das denn? Ja, die Oldenburger Fight Night geht jetzt in die dritte Runde. Ich hätte auch damals schon es öfter machen können wollen, aber aufgrund meiner Karriere, privatliche oder berufliche Situation, auch Problemchen, die ich hatte, musste das immer so lange Anlaufzeit haben, bis ich irgendwas organisiert habe. Dieses Jahr war das wieder soweit, ne? Und ich habe gesagt, okay, wir machen, aber machen auch was Richtiges, und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir versuchen ja bei uns in Oldenburg ein Zeichen zu setzen und versuchen die Fightcard ein bisschen besser zu besetzen als die beiden Meisterschaften oder die Fight Nights davor, und dementsprechend kam eine, ich würde sagen, eine sehbare Fightcard raus. Ja, habe ich mir natürlich angeschaut. Deine Fightcard, ganz interessante Sachen dabei. Du hast Teams aus ganz Norddeutschland, auch aus dem Ausland dabei. Aber Aufhänger ist auch so ein bisschen so ein Nordderby. Ja, zwischen Oldenburg und Bremen wird da so eine Schlacht ausgetragen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das tatsächlich so rivalisierend, oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, Nordderby, also wir haben sehr viele Fußballmannschaften, auch in Oldenburg, Bremen auch. Und ich habe selber als Fitnesstrainer bei VfB Oldenburg gearbeitet. Und dementsprechend, diese Nordderbys im Fußball ist ein Gang und Gäbe. Und ich habe gedacht, warum nicht, machen wir das genau das Gleiche bei den Fight Night. Ne? Und deswegen haben wir verschiedene Teams aus Oldenburg mit dazu ans Boot geholt, plus verschiedene Schulen aus Bremen. Es werden bis jetzt momentan sind 5 Paarungen, die gegeneinander antreten. Ja, und die Gesamtsumme an Siegen, wie dann halt den Sieger herausragen steht. Ja, da ist ein junges Mädchen dabei, das ist die Samira, gegen die habe ich selber mal gekämpft, das ist schon ein paar Jahre her, die ist mittlerweile in der A-Klasse, das wird so ein bisschen mein Highlight natürlich. Aber dein Highlight wird natürlich der Kampf mit Dennis Adimi sein, die deutsche Meisterschaft. Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, natürlich, der Hauptmerkmal liegt bei mir auf Dennis. Dennis ist jetzt junger, anstrebender Kämpfer, der bei mir seit kurzem, ja, ziemlich kurze Zeit da ist. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten gehabt, aber jetzt hatten wir lange Zeit Pause gehabt, plus intensives Training, so dass wir hoffen, dass gerade bei dieser deutschen Meisterschaft der Knoten platzt und der den Sprung in A-Klasse mit einem Sieg schafft. Ja. Ja, also wir drücken die Daumen, wir sind ganz gespannt. Bei uns war er auch auf dem Event, auf dem DOD 11, und da fand ich ihn echt gut. Ja, also Tickets für deine dritte Oldenburger Fight Night, natürlich an den Vorverkaufsstellen, aber auch im Internet, bei Ticket2Go. Stehplatz gibt es schon für 15 Euro, habe ich gesehen, und Sitzplatz für 20, also durchaus erschwinglich. Am Kassel ist dann 5 Euro teurer, aber rechtzeitiges Kaufen sichert gute Plätze. Genau. Ja, weil wie viele Plätze gibt es insgesamt? Also wir rechnen mit 600 Sitzplätzen plus ungefähr 200 Stehplätzen. Ja. Ist das eine Sporthalle? Genau, das ist eine Sporthalle, schulische Sporthalle, die auch Boxer in Oldenburg anmieten. Über die haben wir die Halle gekriegt dann. Ja. Genau, Sporthalle am Flötenteich, habe ich gelesen. Klingt ganz lust. Ja, aber der Sturm, das ist dein Nickname. Der Sturm kommt zurück. Ja, du willst nochmal in den Ring steigen. Wie kommt es dazu? Ja, wie kommt's? Vor 3 Jahren habe ich meine Karriere sozusagen beendet, aufgrund dessen, dass ich Vater geworden bin. Die Rolle Vater nimmt sehr viel Zeitanspruch und Energie und Kraft. Da gab es nicht daran zu denken, wieder in den Ring zu steigen. Jetzt ist die Kleine etwas größer geworden. Ich habe ein bisschen mehr Freiraum gewonnen. Auch beruflich habe ich mich ein bisschen umorientiert, so dass ich mir die Zeit nehmen kann für das Training. Gerade jetzt mit den Jungs, wenn wir in Vorbereitung sind, trainiere ich meistens immer mit, so dass die Kondition wieder da ist. Und solange mein Körper mitmacht und ich Lust dazu habe, habe ich gesagt, warum nicht. Und nach diesem Kampf werden wir entscheiden, ob ich jetzt nochmal in den Ring steige oder doch dann die Karriere beende. Aber bis jetzt, wie gesagt, ich habe Lust, ich habe Bock, mein Körper hat mit, und ich entscheide dann selber, ob das jetzt
zu Ende war oder nicht. Ja, du hast ja eine fantastische Bilanz, 37 Kämpfe, 28 Siege, das ist ja wirklich ganz toll jetzt mit 38 Jahren. Schauen wir mal, ob das Feuer noch da ist. Kannst du dir vorstellen, vielleicht nochmal für das Team Day of Destruction in den Ring zu steigen? Ja, natürlich. Also wir haben mit Ralf schon darüber gesprochen. Also wenn am 15. Oktober schauen wir mal, wie das alles gelaufen ist und ob ich immer noch Bock habe oder nicht. Und wenn er ein gutes Angebot kommt, ich bin für alles offen, ja. Aber erstmal jetzt, am 24.09., die dritte Oldenburger Fight Night. Leute, kauft euch eure Karten. Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen. Nikita, möchtest du noch etwas sagen? Ja, ich möchte mich hier schon mal bei den ganzen Sponsoren zu bedanken, weil ohne die Sponsoren würden wir so eine Fightcard niemals auffahren können. Alle bei Namen zu benennen, wird wahrscheinlich jetzt ziemlich viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Aber erstmal hier schon mal riesengroßen Dank für die Unterstützung. Wir sind Day of Destruction TV, heute mit Nikita Pankratz aus Oldenburg. Stay tuned. Dankeschön.